noch einen kleinen Augenblick warten. Da kommen jetzt gleich noch ein paar Studierende aus den Veranstaltungen und dann geht es gleich los. Also ich würde Sie bitten, noch ein, zwei Minuten kurz zu warten und dann geht's los. So, Herr Müller, wie sieht's aus? Alles soweit? Gut? Klappt alles? Ja, alles im Lot. Ja, super, sehr schön. Wie gesagt, noch ein, zwei Minuten. Da sind jetzt ein paar noch auf dem Weg und dann können wir gleich loslegen. Und ich freue mich, vielen Dank erstmal, dass Sie das wahrgenommen haben. Und ich finde es vor allen Dingen schön, weil Sie jetzt als Gründer wirklich auch was erzählen können. Das Thema ja bei uns ist das Thema Gründungen. Und da sind Sie perfekt prädestiniert, uns da auch was Schönes zu erzählen. Ich glaube, das ist bestimmt ganz interessant. Ja, sehr gerne. Ja, also wie gesagt, noch eine Minute, vielleicht 2 Minuten und dann fangen wir gleich an. Wie ist so der Zeitrahmenwunsch? Wie viel Zeit haben Also wir drin? ja, circa eine halbe Stunde Präsentation. Und dann haben wir die Möglichkeiten zu fragen, weil das ist für die Studierenden dann ganz interessant, Fragen, Themen, wo sie sagen, ja, da können sie was erzählen. Das wäre dann der interessante Aspekt für die externen Zuhörer, dass sie dann dort auch mal ja, wirklich ein paar Fragen beantwortet bekommen. Ja, sehr gerne. Passt perfekt. Ich habe mich so auf 25 Minuten Präsentation vorbereitet. Ja, hervorragend, das passt. Und in der Regel dauert es doch immer genau 30 Minuten oder sowas in dem Dreh und dann passt das. Super. Also, jetzt kleiner Augenblick noch. So. Also ich schalte mal meinen Monitor ab, dann haben wir kein Traffic-Problem und dann sind wir eigentlich ganz gut vorbereitet. So, dann gucken wir mal. Jetzt müssen wir noch einen anfordern. Der fehlt mir noch. Augenblick. So. So, jetzt mal gucken. Gut, schön, prima. Jetzt sieht es gut aus. Ja, Herr Müller, dann darf ich Sie begrüßen. Bei uns an der Hochschule hier in Albstadt. Und das Thema ist heute Optimize Manufacturing. Sie sind ein echter Gründer im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kennen uns schon seit jetzt über 2 Jahren, ne? Ja, schön. Und wir haben einiges zusammen auch schon im Studium, Masterstudiengang gemacht. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie hier mit uns einfach mal etwas erzählen aus dem Gründungsbereich heraus, aus Ihrer Thematik heraus und welche Herausforderungen Sie hatten und wie es jetzt so, ja, wie so die Herausforderungen in den nächsten Schritten aussehen. Also vielen Dank und ich darf an Sie übergeben. Ja, super. Vielen Dank, Herr Professor Sommer. Genau, Felix Müller, mein Name. Ich stelle mich mal kurz selber vor und dann steigen wir auch gleich ein. Ich habe letztes Jahr 2019 nach 5 Jahren Arbeiten bei der Fraunhofer Gesellschaft meine Fraunhofer Gruppe ausgegründet. Zum Inhalt kommen wir ja gleich noch. Mein persönlicher Background ist Maschinenbau und Data Science. Also ich habe in so einem dualen Studiengang in Aachen und Paris quasi beide Zweige eigentlich gleich verteilt bearbeitet in meinem Studium, danach dann bei Airbus gearbeitet und anschließend 5 Jahre bei Fraunhofer in der angewandten Forschung in Stuttgart. Und ja, dann entstand daraus letztes Jahr eine Ausgründung, um die es ja heute primär geht, die +10 GmbH als Spin-off im Bereich künstliche Intelligenz. Und ich würde jetzt einfach mal so grob 25 Minuten
einführen, was machen wir eigentlich, wieso machen wir das, wie machen wir das und vor allem, wie ist so die Historie mit der Ausgründung aus Fraunhofer heraus. Also ich probiere die fachlichen Aspekte ein bisschen in den Hintergrund zu schieben und eher ein paar softe Aspekte in den Vordergrund zu rücken. Wie hat das Ganze funktioniert und auch gerade so die Lessons Learned sind, glaube ich, immer sehr spannend. Ich kann gleich vorwegnehmen, ich habe jetzt keine IP-Rechtsvorlesung daraus gemacht. Könnte man nämlich problemlos auch machen, wenn man gerade aus Forschungsinstituten ausgründet. Das ist nämlich die Hauptfrage, um die dann das, bei mir waren es knapp 1,5 Jahre, zähes Ringen ging. Wem gehört nämlich die ganze Entwicklung? Und das muss man dann alles wieder in Verträge gießen. Aber wer dazu Fragen hat, kann gerne mich im Anschluss noch löchern in der Diskussionsrunde. Aber ja, quasi ein sehr großer Aspekt habe ich jetzt mal schnell in einem Satz abgehandelt, was eigentlich ein sehr, sehr großer, schmerzhafter Aspekt ist. Gut, aber ich hoffe doch mal, dass wir anschließend auch noch in eine lebhafte Diskussion einsteigen. Ich denke, da kann man dann am besten noch ein paar individuelle Themen klären. Ich habe eigentlich 4 Punkte mitgebracht. Ich stelle kurz vor, was wir eigentlich machen, damit Sie uns so ein bisschen einordnen können, die plus 10. Dann erzähle ich ein bisschen was zu unseren Teams, unseren Tools. Und dann geht es sehr stark in die Lessons Learned rein. Was waren eigentlich so die Herausforderungen aus unserer Ausgründung, aus der Fraunhofer Gesellschaft? Was waren meine persönlichen Erfahrungen daraus? Ich persönlich dachte, nach 5 Jahren Fraunhofer kenne ich den Laden, aber man lernt dann gerade, wenn man sich ausgründet, nochmal sehr viele, sehr besondere Aspekte von so einer Organisation kennen. Und dann können wir darüber natürlich gerne offen diskutieren. So, was ganz kurz in 2 Folien reiße ich mal unsere aktuelle Firma ab, die plus 10. Was machen wir? Wir bieten eigentlich selbstlernende Optimierungswerkzeuge. Wie gesagt, das hatten wir bei Fraunhofer die letzten 5 Jahre in meiner Gruppe entwickelt, die Technologie dahinter und das Team dazu aufgebaut. Und wir haben nämlich eine Besonderheit, wir machen das, oder ja gut, selbstlernende Optimierungstools sind an sich schon mal was Besonderes, sozusagen vollautomatisierte Produktionsanlagen, sich selber analysieren zu lassen, was sie da gerade tun und was läuft gerade gut und was läuft gerade schief und an welcher Stelle müsste man welchen Parameter nachregeln, ist quasi eine große Herausforderung, aber wir machen das speziell für den Pharma- und Medizinsektor und können somit quasi pharmakonforme im Fachslang wäre das GMP-konforme KI bauen und als Serienwerkzeuge mittlerweile in die Industrie bringen. Sozusagen unsere ganz besondere Besonderheit, dass wir das eben pharmakonform können. Wir haben jetzt 2 Werkzeuge im Einsatz und im Schnitt bringen wir eben 10% mehr Output-Steigerung. Daher unser Firmenname, sozusagen das unsere Value Proposition auf Neudeutsch, haben wir direkt in den Namen gepackt und plus 10 als möglichst griffigen, kurzen Namen als Firmennamen auch gelauncht von Tag 1 an. Real ist es natürlich nicht immer exakt 10% mehr Output-Steigerung. Real ist es irgendwas zwischen 5 und 15 oder 5 und 18% Output-Steigerung, aber sozusagen ein guter Mittelwert als Wertversprechen, was man schon mal mit dem Namen transferiert. Kann ich schon mal so als ersten Hint auch allen empfehlen, irgendwie einen griffigen Namen, der irgendetwas Konkretes verspricht, zu wählen. Das hilft meistens sehr viel. Welche Probleme lösen wir eigentlich? Wir lösen eigentlich genau 3 Probleme. Wie gesagt, ich gehe da kurz schnell drüber hinweg, aber einfach nur, damit Sie eine Idee haben, was wir eigentlich da tun bei der Plus 10. Wir verkürzen Anläufe von Neuanlagen. Also wir haben jetzt gerade sehr, sehr viel im Bereich Impfstoffabfüllung zu tun. Wie Sie sich vorstellen können, gibt es da sehr große, vollautomatisierte Abfüllanlagen, die jetzt in Windeseile aufgebaut wurden, um halt sehr große Mengen an Impfstoffen abzufüllen. Und normalerweise dauert so ein Anlauf so einer komplexen Produktionsanlage im Pharma-Umfeld ohne Probleme mal 2-3 Jahre. Das probiert man jetzt auf 2-3 Monate, wenn nicht sogar eher im Bereich 1-2 Monate runter zu quetschen. Das ist natürlich eine extrem exorbitante Herausforderung. Das ist sozusagen ein großes Feld, wo unsere Tools eingesetzt werden. Unsere Tools werden auch für den ständigen Betrieb eingesetzt, um einfach im 24-7-Betrieb Anlagen effizienter zu machen. Und unser zweites Tool, Darwin, gerade, um Anlagen voneinander lernen zu lassen. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben 2 Produktionsmaschinen. Die eine steht im Werk in Deutschland und die andere im Werk USA. Die eine läuft besser als die andere. Wieso tut sie das? Müssten Sie jetzt manuell rausfinden oder sich manuell durch ganz viele Daten wühlen? Warum kann man das nicht automatisieren? Und genau das machen wir mit unserem zweiten KI-Tool Darwin. Wir lassen die Maschinen voneinander lernen. Welche Parameterkombination funktioniert besser und welche schlechter und übertragen die bessere situativ. Das heißt, wir haben eigentlich 3 Produkte. Shannon ist so ein Lerner über ganz große verkettete Anlagen hinweg, um gegenseitige Wechselwirkungen zwischen Prozessen in einer Linie zu erlernen. Darwin ist unser Lerner, der lernt von Maschinen
übergreifend. Also eine Maschine lernt von einer anderen Maschine. Und unten drunter hockt als Unterbau immer unser intelligenter Datensammler. Der Data Collector hat jetzt keinen so schönen Namen bis jetzt bekommen, der eigentlich im Millisekundenbereich Daten von mehreren Dutzend Maschinensteuerungen einsammelt und vorverarbeitet. Um Ihnen ganz kurz eine Idee zu geben, was heißt das, gebe ich Ihnen ein kleines Übersichtsbildchen und danach ist es auch schon durch mit unserer Vorstellung. Was unser Produkt angeht, wir lernen quasi auf ganz vielen Maschinensteuerungen Verhaltensmodelle. Das sind solche graphenbasierten Modelle, die Sie jetzt hier in der Mitte sehen. Das machen wir auf dem Input aller beteiligten Maschinen, Roboter und NC-Steuerungen. Also üblicherweise in großen Anlagen sind es dann so 70 oder 100 Maschinensteuerungen, die wir erstmal konnektieren, auf denen dann so etwa Größenordnung 100.000 bis 10 Millionen Parameter alle 10, 20 Millisekunden reinflattern. Darauf lernen wir solche Verhaltensgraphen. Das beschreibt im Endeffekt einfach den Ablauf einer Maschine. Das war etwas schnell. Solche graphenbasierten Modelle sind im Endeffekt auch der Kern, oder die Kern, IP, also geistige Eigentum, was wir repräsentieren. Wir können das rein aus den Daten heraus ein Verhaltensmodell einer Anlage lernen. Und ist auch noch zeitbehaftet. Also man sieht, das hier ist jetzt eine Sekunde Prozess, die wir mal rausgeschnitten haben, um das so ein bisschen zu erklären. Und man sieht halt, es gibt eindeutige Übergänge zwischen Zuständen, sowas wie Ansteuern einer Achse und Verfahren einer Achse, wären jetzt zum Beispiel so zwei Punkte. Aber es gibt halt manchmal auch Parallelpfade. Das heißt, es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten, die dann am Ende wieder zu einem gleichen Zustand führen. Und genau diese Graphen lösen wir während dem Betrieb oder lernen wir erstmal während dem Betrieb und lösen sie auf hinsichtlich Anomalien. Das heißt, ist das Verfahren einer Achse, variiert das? Und wenn ja, führt es zu einem Stopp, Störung oder einem Ausschussteil? Das Ganze filtern wir dann auf das in dieser Sekunde gerade wichtigste Event. Also alle Probleme einer Anlage sind nicht immer gleich wichtig. Und kommunizieren das an die Instandhaltung. Einfach mal plakativ in unserer Smartphone-App hier gezeigt. Wir machen das halt über alle möglichen Kanäle, Smartwatches, Smartphones, Web-Frontend. Und die Instandhaltung kann dann meistens direkt dahin latschen und sich genau dieses wichtigste Problem, was jetzt gerade für die Gesamtanlage am wichtigsten ist, angucken. Beziehungsweise, wenn es eine reine Parameteranpassung ist, schreiben wir einen optimierten Parameter zurück auf die Steuerung. Wer braucht sowas nun? Ich habe ein kurzes Video mitgebracht, um zu zeigen, wie das auf so einer Pharmalinie aussieht. Das sind jetzt Selbstinjektionsgeräte für die Insulinverabreichung. Und da würde man in der Sekunde, in der ein Problem auftritt, als Instandhalter eine Lösung vorgeschlagen bekommen, wie man damit umzugehen hat. Das war es soweit auch schon, was wir eigentlich machen inhaltlich. Ich hoffe, ich habe es ganz grob umreißen können. Und wie gesagt, Anwendung ist das hauptsächlich das Pharmafeld. Hier sieht man zum Beispiel so eine riesengroße Spritzenproduktionsanlage. Das heißt, links sieht man im Bild die ganzen Rohspritzen noch kopfüber stehen. Die werden dann im Laufe dieser durch mehrere Reihenräume reichenden Anlagen irgendwann rumgedreht und abgefüllt und whatever. Das ist sozusagen so ein typisches Beispiel. Und da bringen wir halt einmal quantitativ mehr Output, aber wir verringern vor allem auch die Streuung zwischen den Schichten. Also Sie müssen sich vorstellen, die Anlagen laufen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und natürlich ist es tagsüber irgendein Experte da, der die Anlage eh auswendig kennt, jede Schraube schon mal von innen gesehen hat und dementsprechend meistens keine Lösungsanleitung braucht, beziehungsweise so ein ganz gutes Bauchgefühl über die Jahre entwickelt hat, wie man welches Problem löst. Aber wir machen sozusagen das Lösungswissen und den Ursprung von Problemen sichtbar rund um die Uhr. Und dementsprechend können Sie ein Problem montagmorgens um 9 genauso effektiv lösen durch einen situativen Vorschlag wie nachts um 3 an einem Samstag. Und das ist so eigentlich der Hauptstellhebel, dass wir dieses Expertenwissen rund um die Uhr situativ verfügbar machen. So, das war es jetzt auch ausreichend zu dem, was wir eigentlich inhaltlich tun. Also vielleicht noch ein Wort zur Komplexität. Diesen Kringel, den wir eben gesehen haben, sind im Standardfall 15 lernende Modelle, die miteinander interagieren. Also das ist ein Haufen Machine Learning auf einem Haufen, sozusagen, um nicht nur Daten auf dem untersten Layer zu akquirieren und darauf Verhalten zu lernen, sondern eben auch das Reasoning darauf zu betreiben und hinsichtlich Problemen aufzulösen und Ursachen zuzuordnen. Das ist sozusagen der komplette Stack, den wir anbieten mit 15 lernenden Modellen. Jetzt komme ich mal eher so in Richtung weiche Themen. Was zum Team so ein paar wichtige Aspekte sind. Wir sind mittlerweile 15 Leute, sehr bunte Mischung. Und da ist natürlich die Frage, wie baut man so ein Team auf? Also in unserem Fall
ist gerade diese Teamentwicklung ein bisschen besonders, weil wir verschiedenste Disziplinen vereinen. Also wir sind hauptsächlich entweder Steuerungstechniker und Automatisierungstechniker oder wir sind Informatiker, also Frontend, Backend, Softwareentwickler und Softwareingenieure, Engineers oder halt aus dem Bereich Data Science Leute beziehungsweise Physiker, die sich eher so um die theoretische Modellierung kümmern. Man muss ja irgendwie diese Leute zusammenbringen und wir teilen das dann auch noch auf zwei Standorte, Stuttgart und Augsburg. Wir kommen hier aus Stuttgart, wir sind eine Ausgründung vom Fraunhofer aus Stuttgart, aber haben dann relativ schnell eigentlich direkt zu Beginn noch einen zweiten Standort aufgemacht. Ganz einfach aus dem Grund, weil der Fachkräftemangel so eklatant hoch war, dass wir in Stuttgart selber gar nicht genügend Leute bekommen haben, um in diesen drei Disziplinen kontinuierlich zu wachsen. Also der Fachkräftemarkt in Stuttgart ist durch Daimler, Porsche, Bosch und den anderen großen Unternehmen so leer gesaugt, dass wir nach dem zweiten Standort direkt von Anfang an gesucht haben, wo eben dieser Fachkräftemangel nicht ganz so eklatant hoch ist. Dazu kommt dann noch, dass wir sehr viel Fachkräfte eigentlich im Ausland anwerben. Also wir sind mittlerweile 15 Leute, hatte ich gesagt, aber auch aus 6 Nationen. Also wir sind eigentlich ungarisch, ukrainisch, finnisch, brasilianisch, deutsch-französisches Team, tunesisch, deutsch-französisch-tunesisches Team. Unsere Unternehmenssprache ist sowieso Englisch. Das ist auch im Data Science-Bereich eigentlich eh unumgänglich. Fast eine Ausnahme, dass ich mal deutsche Folien zeige. Aber natürlich muss man irgendwie mit dieser Teamkonstellation und dann auch noch die unterschiedlichen Disziplinen irgendwie ja, umgehen, um halt daraus wirklich ein produktives Team zu formen. Und teilweise hatten wir den Vorteil, dass wir schon aus Fraunhofer uns kannten. Wir sind 3 Gründer, die das im Endeffekt ausgegründet haben, plus noch einige Mitarbeiter, die direkt von Anfang an mitgekommen sind. Aber die meisten sind eigentlich seit Ausgründung erst dazugekommen. Und da ist natürlich immer die Herausforderung, dass man die kontinuierlich mit integriert und dementsprechend ist in so einem internationalen Team, was ich oben rechts hier reingeschrieben habe, auch so ein mal sehr liberales Mindset extrem wichtig, dass eben alle miteinander arbeiten können und das auch wollen. Also ich meine, können ist dann vermutlich relativ schnell gegeben, aber die Frage ist auch, will jemand wirklich aktiv, selbst wenn er in Deutschland in einem deutschen Unternehmen hockt, auf Englisch den ganzen Tag arbeiten und sich mit 6 verschiedenen Kulturen rumschlagen. Und nur wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, ist man sozusagen eigentlich prädestiniert, um bei uns zu arbeiten, um jetzt uns als Beispiel zu nehmen. Aber das muss man halt alles zu Beginn evaluieren, wenn man neue Leute einstellt. Da geht es am wenigsten, ehrlich gesagt, darum, ob jemand fachlich passt. Natürlich ist es ein Kernaspekt, ob jemand fachlich passt. Ich meine, der bewirbt sich auch meistens auf eine fachliche Stellenausschreibung. Aber das ist relativ schnell abgehakt. Und eher die Frage, ob er ins Mindset und ins Team passt, ist die wesentlich schwierigere zu beantwortende und langwierigere Frage, die am Ende auch das Ausschlusskriterium ist. Wir machen das dann auch noch über regelmäßige Kommunikation und gerade jetzt in Corona-Zeiten umso wichtiger, dass wir nicht nur uns fachlich austauschen, um halt dieses gemeinsame Mindset zu fördern, sondern wir haben auch virtuelle Kaffee-Meetings, um halt die Kaffeemaschine real zu ersetzen. Das heißt, wir treffen uns zum Beispiel 2-mal die Woche, dienstags und donnerstags nachmittags und reden einfach mal eine halbe Stunde oder jeder, der gerade Zeit und Lust hat, redet mal eine halbe Stunde. Da kommen dann lustige Sachen auch bei raus, dass irgendwie Softwareentwickler lieber Kuchen backen und Steuerungstechniker doch eher auf deftige Speisen stehen und ja, so quasi Off-Topics kann man dann manchmal in sehr skurriler Art und Weise diskutieren, aber man braucht halt einen gewissen gemeinsamen Nenner, um halt gemeinsam produktiv zu sein, weil wir natürlich nicht nur eine reine Spaßveranstaltung sind, sondern wir müssen am Ende vom Tag extrem gute Software ausliefern, die kontinuierlich auf Maschinen lernt und Anlagen verbessert. Und dafür haben wir natürlich ganz klassisch einen Scrum, der alle 14 Tage oder 14-tägige Sprints im Kern hat und das ist natürlich ein sehr toughes Programm, um das inhaltlich durchzuziehen. Und umso besser oder umso wichtiger ist es eigentlich, auch wenn es vielleicht initial so ein bisschen widersprüchlich klingt, dass das Team sich mehr oder weniger blind versteht und blind vertrauen kann, um gemeinsam effektiv arbeiten zu können. Also um quasi eine wirklich maximale Produktivität zu erzeugen, braucht man eigentlich Zeit und Raum, um sich auch neben der Arbeit zu unterhalten, um zu verstehen, wie tickt denn der andere und was kann er besonders gut und was ist er für ihn jetzt eher so eine schreckliche Aufgabe. Scrum würde ich jetzt im Kern eigentlich noch nicht erklären, hat vielleicht jeder mal gehört, geht im Kern darum, dass man agile Software entwickelt und eigentlich anstatt im
klassischen Projektmanagement würde man ja Inhalt fixieren und im Scrum fixiert man eigentlich Zeiträume. Also alle 14 Tage entwickelt man etwas, was man inhaltlich erstmal konstant lässt und alle 14 Tage, am Ende dieser 14 Tage, reviewt man es und guckt, was kam bei raus und passt es an und justiert eigentlich die nächsten 14 Tage nach. Das ist sozusagen grob der agile Weg, wie man Software entwickelt. Ist jetzt auch nichts Neues, aber ist halt für Softwareunternehmen Kern der Sache. Und wie eben auch schon mal angesprochen, eigentlich ist es ein ziemlich interdisziplinärer Job, den wir ausführen. Deshalb war mir das auch so wichtig, vorweg kurz mal ein paar Sachen zu erklären, was wir eigentlich entwickeln. Wir sind eine reine Softwareunternehmung, also im Kern entwickeln wir lernende Software. Die Hardware, die wir brauchen, kaufen wir auch nur zu. Sagen wir, ja, wir brauchen Software und Hardware, aber die Hardware ist Standard. Unser Kern ist eigentlich die Software. Und dafür brauchen wir halt mindestens drei Disziplinen. Die ganze Informatikseite, die jetzt, glaube ich, selbsterklärend ist, die ganze Statistikseite, beziehungsweise im Bereich Statistik sind auch Physiker prädestiniert, immer zu arbeiten, um halt diese Verhaltensmodelle und die darauf aufbauenden Reasoning-Modelle zu bauen. Und eben der untere Bereich, der ganze ingenieurswissenschaftliche Teil, was bei uns primär auf Steuerungs- und Automatisierungstechnik hinausläuft, um eben ja, Daten aus diesen Maschinensteuerungen überhaupt rauszukriegen in so hoher Frequenz. Und das ist im Endeffekt der Schlüssel, um irgendeinen domänenspezifischen USP zu entwickeln, um irgendetwas besonders gut zu lösen, braucht man meistens mehrere Sichtweisen heutzutage. Wenn es einfach wäre, wäre jetzt so mein Credo irgendwer anders schon gelöst. Und insofern sind, würde ich mal sagen, die meisten Gründungen, die ich auch so rechts und links von mir sehe, die wirklich Erfolg haben, sind meistens irgendwelche interdisziplinären Themen, wo man halt aus verschiedenen Blickwinkeln zusammenkommt, um das Problem möglichst effektiv zu lösen. Unsere Tools, die wir dabei verwenden, sind relativ offensichtlich. Den ganzen Tag lang hängen wir in irgendwelchen Microsoft Teams Channels und Meetings rum. GitLab als so Kollaborationsebene, um Code zu entwickeln und zu versionieren. Und Docker, um das Ganze zu kapseln. Also Docker ist im Endeffekt, wenn man es in einem Satz beschreiben will, im Endeffekt einfach nur eine Open-Source-Technologie, die es ermöglicht, Software in abgeschlossenen Blöcken zu erzeugen und dorthin zu schieben, wo man sie gerade braucht. Das ist ja, ein ziemlich elementarer Bestandteil, wenn man Software entwickelt. Aber wenn es Fragen dazu gibt, gerne im Detail anschließend. Weil ich denke, jetzt kommt der spannendste Teil, so meine Lessons learned aus den letzten Jahren, was so die Gründung angeht. Beginne ich auch mit einer fachlichen Sache, bevor es wieder in die soften Themen geht. Nämlich, ich meine, wir sind eine klassische Machine Learning-Ausgründung, aber Machine Learning ist halt bei uns wirklich nur der Kern, was man so in dem kleinen dunkelgrünen Block in der Mitte sieht. Das ist unsere Daseinsberechtigung, keine Frage. Wenn man den Block jetzt rausstreicht, dann ist unsere Alleinstellung weg. Aber man darf halt nie vergessen, dass es wirklich, wenn man den Arbeitsaufwand anschaut, was wir so tagtäglich machen, ist es wirklich der geringste Bestandteil. Also im Endeffekt kann ich als Gründer, obwohl ich 1000 andere Themen noch drumherum habe, bin ich immer noch in der Algorithmenentwicklung mit tief drin, weil die Algorithmenentwicklung eigentlich gar nicht so belastend ist, was den Arbeitsaufwand angeht, sondern diese ganzen Themen außenrum, die ganzen Dateninfrastruktur oder auch effiziente Deployment-Strategien, wo rechne ich jetzt was, in der Cloud oder on Edge und kann ich das dynamisch hin und her schieben und das ganze Load Balancing dazu, das sind viel, viel intensivere Themen, die viel mehr Gehirnschmalz benötigen und auch viel mehr Zeit auffressen als diese reine Machine Learning Entwicklung. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Paper von Google, kann ich jedem nur empfehlen, dieses Scully Paper mal zu lesen, geht um technische Schulden in Systemen, dass wenn man halt diese ganzen anderen Themen außenrum missachtet, läuft man da sehr, sehr schnell in eine ziemlich tiefe Falle rein, beziehungsweise in eigentlich eine absolute Sackgasse, weil eben Machine Learning an sich ist sehr oft in vielen Produkten der Enabler oder in vielen Gründungen auch der Enabler. Es gibt ja wahnsinnig viele KI-Startups oder KI-Spin-Offs aus Forschungsinstituten, aber man darf halt dieses Drumherum auf gar keinen Fall vernachlässigen. Und entweder schiebt man es, macht man es strategisch so, dass man sich wirklich nur um den Kern kümmert und diese ganzen Themen außenrum überlässt man jetzt irgendeinem Infrastructure as a Service Anbieter oder eigentlich sogar einen Software as a Service Anbieter und man selber als dieser winzig kleine Kern pflanzt sich immer nur in irgendwelche komplett bestehenden Systeme rein, ist ein sehr harter Weg. Oder man bietet halt komplette Systeme an, dass der Kunde sagen kann, ich will die Lösung als Komplettsystem, aber dann muss ich halt auch alles bedienen. Dann muss ich diesen kompletten Blöcke, die außen rum stehen, allesamt mitliefern können.
ist eine schmerzhafte Erkenntnis, dass man das dann wirklich auch alles mitmachen muss und nicht irgendwas vernachlässigen kann. Also so viel zum Machine Learning. Ansonsten wäre noch zu gerade so dem Produktionskontext, was ja Ihr Studiengang auch prädestiniert für ist, weil die Hochschule Albstadt-Sigmaringen hat ja sehr viele Produktionsstudiengänge und der Professor Sommer ist ja auch hauptsächlich, denke ich, hat für die Veranstaltung im Produktionskontext irgendwie geworben. Ist die traurige Nachricht, dass saubere und gut verarbeitbare Machine Learning-Daten oder Daten als Input für Machine Learning-Modelle eigentlich nie vorhanden sind. Die Datenqualität steigt immer, sobald man anfängt zu nutzen. Davor sind sie angeblich immer irgendwo gespeichert, in irgendeinem Format, in irgendeiner Granularität. Aber solange sie keiner braucht, kümmert sich auch kein Mensch um die Datenqualität. Das ist sozusagen immer Herausforderung Nummer eins. Damit einhergehend ist eigentlich der Nutzen der Daten. Am Anfang haben die keinerlei Nutzen. Und wenn man natürlich sowas wie uns darauf deployt, ist immer die Frage, steigt der Nutzen mit der Datenqualität dann auch linear an oder eher exponentiell? Dann eher so eine philosophische Frage. Und die Frage ist immer, wie gehe ich mit all diesen Daten um? Ganz oft gibt es diese Ansätze, speichere ich alles weg, aber ohne die Qualität zu checken oder sortiere ich meine Daten aus? Das sind so typische Diskussionen, die ich über die letzten Jahre schmerzlich gelernt habe. Mittlerweile bin ich doch eher so dieser Smart Data Freund geworden, dass ich mir vorher, bevor ich Daten sammle, Gedanken mache, was ich da sammle, in welcher Auflösung und wie geprüft. Und der vierte Aspekt ist halt, zu dem ich jetzt auch gleich nochmal intensiv übergehe, der eher menschliche Aspekt. Wenn ich auf meiner Seite, auf +10 Seite, ein interdisziplinäres Team hocken habe, ist oft auch die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich auf meiner Kundenseite ein interdisziplinäres Team hocken habe. Und dann gibt es noch viel mehr Risiken für Misskommunikation zwischen Kunde und Anbieter. Also in allen Systemen steht sozusagen der Mensch immer noch im Zentrum, selbst wenn man hochspezialisierte Tools entwickelt. Und das sind auch eigentlich so meine Lessons learned zum Team. Also wir haben extrem viel regelmäßige Kommunikation, könnte man schon fast, oder ich glaube, viele Organisationsentwickler würden vermutlich sagen, dass wir zu viel kommunizieren. Sehe ich aber, also ich selber habe lieber den ineffizienten oder einen teilweise ineffizienten Tagesablauf im Team, aber dafür habe ich dauerhaft, bin ich on track und jeder weiß Bescheid, was läuft. Und ich kann sozusagen zwar langsamer nur arbeiten, aber dafür laufen alle in die richtige Richtung, als das Ganze auf maximale Entwicklungseffizienz zu trimmen. Das heißt, jeder kann sich maximal nur auf seine einzige Aufgabe konzentrieren, super effizient, aber es kann halt sehr schnell divergieren. Dann kommt nach irgendwie 1, 2, 3 Sprints raus, ach, ich habe übrigens das gemacht, ach, du auch, ja, toll, jetzt haben wir 2 das Gleiche gemacht. Also das ist natürlich immer die Frage, den perfekten Kompromiss wird man vermutlich nie finden und in welche Tendenzen wird man eher reinrutschen und ich bin dann eher ein Freund dafür, lieber arbeiten wir langsamer zusammen, aber dafür arbeiten wir gemeinsam in die richtige Richtung, als wir arbeiten super schnell, aber dafür haben wir keine Ahnung mehr, was der andere macht. Und hängt auch ein bisschen mit unserer ganzen Pharmakonformität zusammen, aber das ist jetzt mehr so ein Side-Fact. Und ich bin ein extrem großer Freund, auch wenn es ehrlich gesagt nur so eine sehr banale Sache ist, von Konversationen im Team mit Bild, weil das halt viel mehr Gestik und Mimik rüberbringt und viel mehr Interaktion zulässt, als einfach nur stumpf miteinander zu telefonieren. Also ich kann jedem, der irgendwie probiert, gemeinsam Software zu entwickeln, nur empfehlen, das irgendwie möglichst visuell zu machen, auch wenn man 1000 Kilometer auseinanderhockt. Dank Microsoft Teams und allen anderen Kollaborationstools ja kein Problem mehr. Wenn wir jetzt so in den oberen rechten Quadranten gucken zum Team Spirit, kann ich auch nur sagen, das war so ein großes Lessons learned aus meiner Fraunhofer-Zeit. Wir waren mal, als wir entschlossen haben, auszugründen aus Fraunhofer, waren wir mal zu 5. Also es hätte theoretisch 5 Gründer gegeben. Am Ende waren wir noch 3 übrig, weil halt einfach technisch hatten wir uns alle wunderbar ergänzt. Das hat technisch, wenn man das objektiv anguckt, super Sinn gemacht. Aber menschlich hat es halt mit 2 Leuten nicht gepasst und den anderen 3. Und das war halt, sag mal, der schmerzliche Weg, dann irgendwann zu sagen, okay, wir arbeiten mehr oder weniger Tag und Nacht zusammen und manche Leute können halt einfach nicht mit anderen Leuten. Dann wird es vermutlich auch die nächsten Jahre nicht schlau sein, extrem intensiv weiter zusammenzuarbeiten. Also natürlich muss sich jetzt nicht jeder lieben, keine Frage, aber man muss sich halt trotzdem extrem gut verstehen, beziehungsweise gegenseitig die gegenseitigen
ja, Vor- und Nachzüge kennen, um miteinander dauerhaft sehr intensiv zusammenarbeiten zu können. Und das ist halt auch gerade jetzt, wo wir ja als freies Startup unterwegs sind, immer noch sehr wichtig, dass gerade Neueinstellungen in unseren sehr kleinen Teams, also wir sind in Summe hier 15 Leute, extrem gut zum Team-Spirit passen. Und fachliche Kompetenzen aufzuholen ist wesentlich einfacher als irgendwelche ja, nicht fachlichen Themen oder sozialen Themen aufzuholen oder sich da irgendwie anzupassen an einen Spirit, der in einem Team herrscht. Insofern ist es eigentlich der Match, dass jemand vom Mindset passt, viel wichtiger, als dass er noch drei weitere Technologien bereits beherrscht, die wir verwenden, weil das hätte er sich auch in den ersten 4 Wochen anlesen können, die er dann quasi bei uns ist. Das ist sozusagen eine schmerzliche Sache. Wie gesagt, ich habe zwei Mitgründer verloren im Laufe dieses Prozesses, die halt einfach nicht menschlich gepasst haben zum Rest des Teams, jetzt nicht unbedingt zu mir, aber eher so eine Gesamtteamfrage. Und dann halt auch gerade ja, mit den dazu gewonnenen Mitarbeitern ist genau die gleiche Frage. Das ist vielleicht nicht ganz so intensiv, aber auch da muss es menschlich grundlegend passen. Da darf man keine, gerade in kleinen Teams darf man da auf gar keinen Fall irgendwelche Abschottungen zulassen oder halt Leute, die nicht zusammenpassen, trotzdem zusammenstecken, da wird nichts Gutes bei rauskommen. Also ja, das ist wirklich das A und O und daran steht und fällt auch ehrlich gesagt, würde ich sagen, jedes Startup an dem Kernfrage, wie gut und wie effizient arbeitet das Team zusammen. Weil ja, ineffiziente Teams können die beste Technologie haben, da wird nichts draus werden am Ende vom Tag. Das ist sozusagen auch das, was ich hier unten noch summiert habe im Recruiting. Haben wir es immer noch so, dass alle unsere, also meine zwei Mitgründer und ich, alle drei reviewen Leute, die wir Vollzeit einstellen, um halt sicher zu gehen oder um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass wir Leute einstellen, die nicht zu unserem Team passen. Das werden wir auch, denke ich, noch die nächsten Zeit so beibehalten, bis wir irgendwann so groß sind, dass wir es nicht mehr leisten können. Aber gerade in kleinen Teams, wie gesagt, ist meine absolute Überzeugung, ist es ultra wichtig, dass alle gut zusammenarbeiten können. Und ja, wir hatten bisher bis Corona immer auch darauf geguckt, dass wir uns mindestens einmal im Monat irgendwo physisch sehen. Das ist natürlich seitdem wir alle im Homeoffice hocken, eher rausgefallen. Insofern ist der Punkt leider ja, in den Hintergrund getreten, aber ich hoffe dann irgendwann ab Mitte nächsten Jahres wird er wieder in den Vordergrund treten. Zur Ausgründung aus Fraunhofer heraus vielleicht noch 2, 3 Sätze. Ich hatte es eingangs ja schon angeteasert. Gerade wenn man sich aus Forschungsinstituten ausgründet oder eigentlich könnte man es verallgemeinern auf bestehenden Arbeitgebern, indem man in einem Arbeitsverhältnis steht, wenn man sich aus solchen Konstellationen ausgründet, ist immer die Kernfrage ja, wem gehört jetzt eigentlich die Entwicklung, was man da getan hat die letzten Jahre. Und das ist quasi ein rechtlich sehr, sehr intensives Thema. Aber ich glaube, es ist ja in Ihrem Fall, da Sie ja alle Studierende sind, nehme ich an, gar nicht mal so das Kernproblem. Sondern ist eher so dieses Teambuilding-Thema bestimmt für Sie interessant, dass man sehr intensiv abklopft und auch sich darauf einigt, welche Roadmap man hat. Wo will man gemeinsam hin? Also ich habe zum Beispiel mit meinen Mitgründern einen 10-Jahres-Plan aufgestellt. Klingt jetzt ein bisschen nach Planwirtschaft, aber zumindest braucht man gemeinsam irgendwie so eine Vision, die man teilt und ein gemeinsames Commitment, wie viel Einsatz jeder davon leistet, um dieses Ziel zu erreichen über die nächsten Jahre. Muss man jetzt nicht auf tagesgenaue Stunden runter spezifizieren. Jeder hat irgendwie im Privatleben mal mehr, mal weniger Baustellen. Aber man braucht als Team, zumindest als Gründungsteam, eine ziemlich klare und gemeinsame Vorstellung, wo alle gemeinsam hinwollen. Also macht man das zum Beispiel so nebenher, weil man irgendwie noch Lust drauf hat, oder macht man das Vollzeit, um in 10 Jahren so eine Firma maximal gewinnbringend zu verkaufen? Macht man das, um sich seine Selbstständigkeit sein Leben lang zu erhalten? All das sind Fragen, die sollte man als Gründungsteam vorab klären, damit alle möglichst langfristig auf das gleiche Ziel hinlaufen. Ja, und das ist sozusagen unsere kleine Geschichte, die ich von der Plus 10 erzählen kann. Wir sind jetzt 15 Leute, machen eine knappe 1 Million Umsatz nach 1,5 Jahren, so um ein paar Größen in den Raum zu stellen, sind komplett umsatzfinanziert. Also ich kann gerne auch was zu Investoren sagen, aber ja, wir selber haben jetzt keinen. Ja. Prima. Herr Müller, vielen Dank. Das war jetzt mal sehr, sehr, sehr aufschlussreich und hat mal einen tieferen Einblick in die anderen Herausforderungen neben der bisher uns immer eigentlich nur so aus der Theorie bekannten Herausforderungen gezeigt, das Team.
das Management auch, das Agile und die Kenntnisse und ja, das Zusammenwirken, dass alles praktisch ein Orchester ist und nicht nur Einzelsolisten praktisch hier agieren. Ich würde jetzt vorschlagen, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt die Chancen, Fragen zu stellen, die Diskussion, ich denke, Herr Müller ist jetzt eröffnet, oder? Dann, meine Damen und Herren, dürfen Sie loslegen. Was möchten Sie gerne von Herrn Müller wissen? Ich hätte eine Frage bezüglich der Datenqualität. So Maschinen produzieren ja Unmengen von Daten. Benutzt ihr dann quasi ein Data Mining Konzept, dass ihr quasi die Daten erstmal in ein Data Log extrahiert oder arbeitet ihr direkt mit den Daten? Und ja. Nö, wir sind an sich eine Stream Processing Applikation, wenn man es jetzt sich technisch anguckt. Also wir arbeiten auf den Live Daten aller Maschinensteuerungen und verarbeiten im Endeffekt alles, was sich an Daten so ändert. Also wir hängen auf einem internen Kommunikations-CPU jeder Steuerung und hören diesem internen Kommunikations-CPU im Endeffekt einfach zu. Also wir speichern nicht jetzt alles weg und gucken uns danach an, sondern wir lernen quasi so ein Verhaltensmodell live, während die Daten so durchrauschen. Danke. Gerne. Ja, weitere Fragen? Auch vielleicht in Bezug zur eigenen Abschlussarbeit oder zum eigenen Projekt vielleicht, weil das ist ja auch schon bei einigen jetzt das Thema. Ja, Herr Müller, ich hatte auch eine Frage. Und zwar konzentrieren sich Ihre Anwendung eher auf die Prozessoptimierung, also auf laufende Prozesse. Oder geht ihr auch irgendwo Richtung Wartung, also Maintenance? Wir sind zwangsläufig oft dann am Ende bei der Wartung, obwohl eigentlich unser Kern-USP besteht darin, live eine Gegenmaßnahme vorzuschlagen. Also eigentlich ist die Instandhaltung nicht unser Endpunkt, sondern wir sind eigentlich im Kern dafür da, dass wir während der Prozess läuft oder in der Sekunde, in der er stehen bleibt, irgendeine Gegenmaßnahme vorgeschlagen wird. Aber da wir halt, also wir machen im Endeffekt keine Vorhersage, dass in 3,5 Tagen wird irgendeine Maschine ausfallen, sondern es geht immer darum, live zur Laufzeit irgendeine Aussage zu treffen, wer war der Ursprung eines Problems und wie und eine Gegenmaßnahme darauf zu mappen, was dazu führt, dass das Problem wieder abgestellt wird. Aber real landet es dann doch oft als Maßnahme in der Instandhaltung, weil gerade in so vollautomatisierten Anlagen gibt es halt extrem viele Instandhaltungsthemen. Also wenn in der Sekunde jetzt der Endlagenschalter kein Signal mehr liefert, dann ist es eben ein elektrischer Instandhalter, der an diese Anlage kommen muss und diesen Schalter tauschen muss. Aber dann ist es sozusagen keine Vorhersage, sondern ist es ein situativer Handlungsvorschlag an die Instandhaltung. Aha, okay. Super, danke schon mal für die Antwort. Und ich beschäftige mich auch mit Business Intelligence und so weiter in meiner Abschlussarbeit. Dürfte ich Sie in den nächsten Tagen mal kontaktieren? Also muss kein Telefonat sein, von mir aus auch per E-Mail. Ja, schicken Sie gerne Ihre Fragen durch. Alles klar. Wo kriege ich Ihre E-Mail her? Von Herrn Sommer oder? Ich kann sie auch kurz hier in den Chat reinschreiben. Dann. Okay, super. Dann schreibe ich es ab. Okay, danke schon mal. Gerne. Ich hätte auch noch eine Frage, Herr Müller. Und zwar, Sie meinten vorhin, dass Sie einen 10-Jahres-Plan machen. Wie können Sie da den Markt für 10 Jahre vorhersagen? Oder wie kann man sich das Ganze vorstellen für 10 Jahre? Ja, 10-Jahres-Plan bezog sich primär darauf, dass man mit seinen Mitgründern eine Vision hat, die man grob in den nächsten 10 Jahren umsetzen will. Also natürlich, die Marktlage wird sich extrem ändern. Der Markt wird eher schneller dort sein als langsamer, als das, was wir uns so für die nächsten 10 Jahre überlegt haben. Damit ist natürlich eine Wachstumskurve extrem schwer prognostizierbar, wo wir in 10 Jahren stehen. Also ob wir dann 10 Millionen oder 100 Millionen Umsatz machen, möchte ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber zumindest sollten Sie sich mit Ihren Mitgründern auf irgendwie eine grobe Richtung geeinigt haben, wo Sie in 10 Jahren sein wollen. Also wollen Sie dann Teil eines Großkonzerns sein, weil Sie aufgekauft wurden? Oder wollen Sie dann ein weiterhin unabhängiges, rein umsatzfinanziertes Unternehmen sein, was niemals verkauft wird? Oder möchten Sie ein investorenfinanziertes Unternehmen sein, in das quasi viele
institutionelle Investoren Venture Capital reingepumpt haben. Und wenn sie einen Venture Capital Menschen an Bord haben, also wenn quasi Finanzinvestoren in sie investieren, ist ja deren Motivation immer irgendwann ein x-faches des Geldes wieder rauszuziehen. Das heißt, das läuft zwangsläufig immer auf den Verkauf ihres Unternehmens hinaus. Kein Mensch wird Ihnen 10 Millionen Euro leihen und dann sagen, auch wenn Sie mir in 10 Jahren 11 Millionen zurückgeben, dann wird es schon passen, sondern quasi wenn Sie in diese VC-Spirale einsteigen, in die ganze Venture-Capital-Welt, dann ist es halt auch eine gemeinsame Entscheidung, die Sie mit Ihrem Team treffen, aber dann muss halt auch allen im Team klar sein, dann läuft es auf einen Verkauf des Unternehmens hinaus. Und das sind eher so die grundlegenden Entscheidungen, die man dann gemeinsam vorab treffen muss und nicht erst unterwegs feststellen muss, dass der eine es doch lieber irgendwie sein Leben lang betrieben hätte und der andere hätte aber lieber gerne nach 5 Jahren verkauft. Das ist sozusagen dann eine unüberbrückbare Differenz, die sie unterwegs halt auch nicht mehr überbrücken können, weil dann haben sie schon alle Beteiligungen in Verträge gegossen, dann können sie noch extrem viel Geld für Änderungen von Notarverträgen ausgeben, aber es wäre einfacher, sie klären so grundlegende Themen am Anfang. Okay, super, vielen Dank. Ja, ich hätte auch eine Frage, und zwar benutzen Sie bei Ihrem Produkt dann auch Bilderkennung, also mit Convolutional Neural Networks, oder dann nur die Daten, die die Maschine direkt Ihnen ausgibt? Ich muss immer wieder lachen. Es liegt daran, dass ich selber eigentlich aus der Bildverarbeitung komme, oder meine ersten Patente waren Bildverarbeitungspatente. Aber mittlerweile machen wir gar nichts mehr mit Bildverarbeitung. Also gerade so die ganze CNN-Welt, Faltungsnetzwerke auf Deutsch, verwenden wir auch noch. Also es gibt angepasste Formen, die dann auch auf Binär-Zeitreihen-Daten funktionieren. Das sind dann eher so Temporal Convolutional Networks, TCNs. Aber quasi wir machen das nicht auf Bilddaten, sondern immer auf Maschinensteuerungsdaten. Und sehen Sie das als Möglichkeit noch für die Zukunft, das vielleicht mit einzubringen, oder lohnt sich das gar nicht? Das ist zu ungenau, oder wo sind da die Probleme? Naja, es ist eine strategische Entscheidung. Also man sieht ja auch an der Anzahl an Bildverarbeitungs-Startups, gerade so im industriellen Umfeld gibt es extrem viele, die sich so um halt industrielle Bildverarbeitung kümmern und ja, die Welt revolutionieren, dass es da scheinbar einen Riesenbedarf gibt, weil halt traditionelle Kamerahersteller für den Industriesektor das überhaupt nicht so schnell aufnehmen können wie halt irgendwelche Startups. Also der Bedarf ist garantiert riesig, aber es ist eher eine strategische Entscheidung, dass wir uns um dieses Feld eben nicht auch noch kümmern. Okay, vielen Dank. Ja, ja, André Indres, hallo. Der Vortrag hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe eine Frage zur Automatisierungstechnik. Wenn Sie da so eine Produktionsanlage anschließen, das ist vielleicht ja schon eine ältere Anlage und Sie haben vielleicht auch gar keine Bezugspunkte vielleicht zum Anlagehersteller. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das laufen soll mit einer Bausteine. Und wenn Sie kein S7-Projekt haben, wie Sie das dann alles irgendwie rausfindet und was bedeutet. Und das ist ja total schwierig, glaube ich. Ja, haben Sie recht. Genau, also unsere Grundvoraussetzung ist, dass, also wir haben ja an sich zwei Bausteine. Wir müssen einerseits den internen Kommunikations-CPU verstehen, aber das ist eine reine quasi Protokollinterpretationsproblematik, sozusagen um Nullen und Einsen abzufischen. Das haben wir jetzt rückwärts migriert bis zu S5, zum Beispiel, wenn wir über Siemens-Steuerungen reden. Das heißt, bis in die 90er Jahre können wir grundlegend können wir grundlegend Maschinensteuerungen erstmal zuhören, was sie da tun. Aber natürlich die andere Frage ist die Semantik, können wir das interpretieren, was da vonstatten geht? Und dafür brauchen wir immer das zugehörige Steuerungsprojekt, woraus wir uns im Endeffekt die ganze Symbolik und die Zuordnung, welche Maschinenkomponente gehört zu welchen Nullen und welchen Einsen, zu welchen EAs, das exportieren wir uns alles aus den Steuerungsprojekten. Die müssen halt in irgendeiner Instandhaltungsabteilung vorliegen. Ja, okay. Gut, dann bin ich beruhigt, dass ich da nichts verpasst habe. Nee, zaubern können wir noch nicht, leider. Ja, arbeiten wir dran. Ja, danke schön. Ja, weitere Fragen, meine Damen und Herren? Ich hätte eine. Ja. Wie viel Arbeit hat man eigentlich mit einem Startup? Sind es dann so 60-Stunden-Woche oder noch mehr? Würde ich mal daran festmachen, welche Ziele Sie haben. Also, Sie können auch nebenberuflich ein Startup führen. Also es gibt ja auch Leute, die machen das neben ihrem Hauptjob nebenher und haben halt irgend so eine kleine Bude, alleine oder zu zweit und machen halt noch irgendwas. Also ich kenne gerade App-Entwickler, auch für den Industriebereich,
Freund von mir betreibt zum Beispiel sozusagen ein App-Entwicklungs-Startup und liefert für Industrieheizungen Smartphone-Applikationen, dass sie im Endeffekt als Hausautomatisierungslösung ihre Heizung auf dem Smartphone steuern können. Das macht er als neben seinem normalen 40-Stunden-Job, aber es ist halt eine One-Man-Show. Wenn Sie jetzt meinen Alltag ansprechen, ich will jetzt eher mal so auf, keine Ahnung, es variiert ja auch stark, irgendwas zwischen 60 und 100 Stunden Wochen, Tim. Also 100 ist natürlich jetzt nicht dauerhaft möglich, da kippt man irgendwann um, aber ja, ist jetzt schon eher über den 40 Stunden. Am Anfang dann am meisten, oder? Nö, sobald das operative Geschäft losgeht, sobald sie Kunden haben und ihre Lösung noch nicht so ganz 100% funktioniert, wird es dann, sag ich mal, am stressigsten. Also ich würde mal sagen, wenn sie dann so market-proof, wie man das so schön auf Englisch sagt, haben, also sie liefern schon irgendwas aus, sie haben schon ihre Lösung quasi im Verkauf, und dann gibt es halt Probleme, weil irgendwer war halt mal der erste Kunde und irgendwer ist auch der zweite und der dritte Kunde. Aber ihre Lösung ist halt nicht seit 10 Jahren durchgetestet auf alle Eventualitäten, sondern hat immer noch irgendwelche Bugs und irgendwelche Feature, die nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Dann wird es halt stressig. Und sie haben halt gleichzeitig auch nicht 200 Entwickler im Hintergrund, die sich mal spontan um irgendwas kümmern können. Okay, danke. Also am Anfang hätte ich jetzt sogar noch gesagt, solange es nur konzeptionell ist, macht Ihnen ja im Endeffekt keiner Druck. Also der Druck entsteht erst mit zahlenden Menschen, die irgendwie Geld ausgegeben haben und eine Erwartungshaltung haben, was ihr Produkt kann. Und wenn das Produkt das nicht kann, dann wird es unangenehm. Ja, macht Sinn. Ich dachte, am Anfang steckt man die meiste Zeit rein. Ja, planerisch bestimmt. Also sie machen sich viele Gedanken, aber das dürfen sie sich dann später auch noch machen. Also dann kommt eher on top zu dieser planerischen Aufgabe und der steuernden Aufgabe noch das Operative dazu. Prima. Weitere Fragen? Genau, ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar, wie entscheiden Sie denn, bevor Sie Leute eingestellt haben, Sie meinten ja, dass das Teamwork sehr wichtig sei und dass die Menschen in das Team passen. Wie entscheiden Sie denn, bevor Sie überhaupt sehen, wie jemand arbeitet im Team, ob der für den Job geeignet ist? Ja, also ich kann gleich vorweg sagen, das Weisheitsletzter Schluss habe ich da jetzt auch noch nicht zu gefunden. Ich habe jetzt, wenn ich meine Fraunhofer-Zeit dazu rechne, bestimmt schon ein paar Dutzend Leute eingestellt und auch ein paar davon wieder rausgeworfen. Man sammelt halt so seine persönlichen Erfahrungen, sein Bauchgefühl erweitert sich da, aber primär arbeiten wir eigentlich mit Einstellungstests. Also man kriegt im Endeffekt kleine Aufgaben vorab zugeschickt und die gilt es zu lösen. Und das sind halt natürlich einmal fachliche Aufgaben, da ist die Bewertung relativ einfach. Können Sie halt sehen, ich habe eine Aufgabe gestellt und einen Tag später kam eine Lösung zurück und die ist halt fachlich entweder gut dahin gewurstelt, irgendwie dahin gecodet, zusammenkopiert aus Fetzen aus dem Internet oder halt sehr innovativ. Und das Gleiche können Sie zumindest in Anlehnung auch mit Situationsaufgaben machen. Also ich schicke in dem Fall eine Aufgabe an einen Bewerber, beschreibe eine Situation und frage ihn, wie er sich darin verhalten würde und welchen Vorschlag er hat, um dieses Problem oder diesen Konflikt eines Teams zum Beispiel aufzulösen. Und dann arbeiten wir natürlich, das ist sozusagen die reine aufgabenbasierte erste Stufe. Und dann geht es natürlich in so Diskussionen. Also ist sehr zeitintensiv, aber meiner Meinung nach lohnt es sich, sich da auch ein paar Stunden für zu nehmen, um mit den Leuten zu diskutieren zu ein paar Themen. Dann nimmt man noch ein paar aus dem Team mit dazu und guckt halt, ob die Person sich da irgendwie so ein bisschen einfindet in der Diskussion in einer halben Stunde. Ja, also es ist dann eher so eine diskutive Sache, um herauszuarbeiten, wie jemand tickt oder wie er reagiert, ob er mit Leuten klarkommt, aus welcher Perspektive er argumentiert. Ja. Okay, und haben Sie da das Gefühl, dass es gerade jetzt durch die Corona-Pandemie schwieriger geworden ist, weil eben nur noch ein Online-Kontakt möglich ist und so der persönliche Kontakt vielleicht nicht ganz so einfach ist? Ja, interessanterweise hatten wir davor ja auch eigentlich die meisten Interviews schon nur online. Also ich hatte es eingangs irgendwann mal erzählt, wir haben ja viele Finnen, Ukrainer, Brasilianer,
aus allen Teilen der Erde kommen die Leute zu uns, die halt irgendwie extreme Expertise in irgendeinem speziellen Arbeitspaket haben, wie zum Beispiel Protokollinterpretation von irgendeinem Sub-Sub-Maschinenprotokoll. Und insofern hatten wir auch davor schon unseren gesamten Bewerbungsprozess immer online. Insofern hat sich da wenig geändert. Okay, alles klar. Vielen Dank. Wenn Sie eine Zeitmaschine hätten, was würden Sie ändern ganz am Anfang? Vielleicht irgendwelche Fehler oder Erkenntnisse, die Sie später dann gesammelt haben, wo Sie sagen würden, die hätte ich gerne am Anfang so gelöst? Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, erinnere mich ein bisschen an das Stephen Hawkins Buch. Kann ich auch nur empfehlen. Eine Reise der Zeit. Genau. Aber ich würde sagen, was ich am meisten geändert hätte, sind wirklich diese, weshalb ich vermutlich auch heute jetzt so darauf rumreite, sind diese sozialen Themen, um halt diesen schmerzlichen Prozess von 5 Gründern runter auf 3 Gründer, und dann gab es bei den Mitarbeitern auch wieder Leute, die gekommen und gegangen sind, um das zu vereinfachen, würde ich von Anfang an noch viel stärker darauf gucken, ob die Leute ins Team passen, mir noch mehr Zeit dafür nehmen, mit den Leuten zu reden, rauszufinden, wie sie ticken oder auch einfach. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen durchleuchtend, aber man kann ja auch gemeinsam in einer Diskussion herausfinden, ob man gemeinsame Ziele hat oder ob vielleicht nur 1 von 10 Zielen gemeinsam ist und die anderen 9 sind unterschiedlich. Ich glaube, dafür würde ich mir rückblickend mehr Zeit nehmen. Ich hätte auch gerade noch eine Frage. Und zwar auf Ihrer Homepage, da steht, dass Sie kaum Hierarchien haben. Aber wie treffen Sie dann so die Entscheidung, wenn Sie jemanden kündigen, zum Beispiel? Ja gut, bei 15 Leuten ist es ja noch relativ überschaubar. Aber ich sag mal, es gibt immer noch 3 Gründer und am Ende vom Tag müssen die 3 Gründer sagen, dass sie mit irgendwem nicht zufrieden sind, das angesprochen haben und auch noch danach keinerlei Zufriedenheit sich herstellen ließ und irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo sich alle 3 Gründer einig sind, so gar nicht weitergehen. Also es wird dann viel auf Konsens entschieden, also alle 3 von uns müssen der Meinung sein oder müssen überzeugt davon sein, dass die Entscheidung richtig ist. Das ist dann eigentlich so das Ultima Ratio. Okay, danke. Also ist jetzt nicht so eine demokratische Entscheidung von allen Mitarbeitern oder so, sondern dann von den 3 Gründern. Ja, genau. Also wenn es jetzt um Personalentscheidungen geht, wird es, glaube ich, auch sehr, ist jetzt meine Auffassung oder das, was ich in meinem Leben bisher gesehen habe, wird es sehr schwierig, so Basisdemokratie einzuführen. Also ich habe jetzt zum Beispiel, Gegenbeispiel war ein Startup, auch im Industriebereich, auch in Fraunhofer-Ausgründungen, die ich gesehen habe, die haben diese Regelung eingeführt, jeder kann so viel Urlaub nehmen, wie er will. Und haben das auch ein Jahr später wieder abgeschafft, weil das halt zu extremen Diskrepanzen geführt hat. Zwischen der eine hat es halt ausgereizt und hat sich 40 Tage Urlaub im Jahr genommen und der andere hat halt gebuckelt wie doof und hat halt im Endeffekt mit 5 Tagen Urlaub dagestanden. Und damit erzeugt man dann, das wirkt jetzt erstmal wahnsinnig liberal, da kann jeder selber entscheiden, was er tut und nicht tut, aber damit erzeugen sie auch wieder andere Probleme. Also ja, insofern habe ich da jetzt noch keinen erfolgreichen anderen Weg gesehen. Aber ich lasse mich da gerne auch was von was Besserem belehren. Okay, danke. Ja, das ergibt auch Sinn so. Ja, prima. Vielen Dank. Noch Fragen, meine Damen und Herren? Vielleicht gleich nochmal was. Und zwar, weil vorhin die Frage kam mit der Arbeitsstunden pro Woche. Ist das dann nur bei Ihnen so, bei 60 bis 100 Stunden pro Woche? Oder ist das grundsätzlich bei allen Mitarbeitern bei Ihnen so? Das wäre ja hochgradig illegal, würde ich ja jegliche Arbeitszeitregelungen verstoßen in Deutschland. Also natürlich, wenn Sie bei uns so angestellt sind, haben Sie einen Arbeitsvertrag und kriegen Überstunden vergütet. Wenn Sie keine Überstunden vergüten, werden Sie auch niemals irgendeinen Softwareentwickler, der was auf dem Kasten hat, anstellen können. Das ist halt einfach, mittlerweile sind Softwareentwickler, gerade Leute, die ja noch dann auch Ahnung haben von Machine Learning oder von irgendwelchen Big-Data-Technologien, werden Sie jetzt nicht einstellen und begeistern können, wenn sie sagen, übrigens, bei uns buckelt jeder 100 Stunden und wenn du tot umfällst, ist es dein Pech. Sondern sie brauchen da schon normale Konditionen, 40-Stunden-Wochen, Überstunden werden vergütet und so weiter. Insofern ist es jetzt eher eine Gründerfrage. Und als Gründer sollte einem die Arbeit auch so Spaß machen, dass eine 60-Stunden-Woche sich jetzt nicht als Belastung anfühlt, sondern sie müssen ja irgendwie Begeisterung und für ihr Thema haben und den Laden voranbringen wollen.
Okay, danke. Ja, also dann darf ich Herrn Müller Ihnen nochmal ausdrücklich danken für den sehr, sehr interessanten Vortrag und den, ja, auch finde ich, sehr tiefen Einblick in die Herausforderungen eines Gründers. Licht und Schatten, finde ich, haben Sie sehr schön dargestellt. Das heißt, das Wunderbare und das Schöne des Gründertums und aber auch die Herausforderungen gegenüber der Firma, dem Kunden, den Mitarbeitern, die auch wahrzunehmen als Gründer und dass man auch dort wirklich arbeiten muss. Und ich glaube, das betrifft jeden der Gründer. Von daher war das ein schöner Einblick. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen auch danken für die Teilnahme an der Präsentation und wir haben nächste Woche wieder einen weiteren Vortrag und Herr Müller, nochmal ausdrücklich mein Dank für Ihren schönen Vortrag. In dem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Danke Ihnen. Tschüss. Okay, gleichfalls. Tschüss. Und danke für den Vortrag. Gerne. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank, war sehr interessant.